So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe heute mal wieder die alte Jacke angezogen. Kennt man von früher. Die ist immer noch gut, hält ewig, egal. Jedenfalls bin mal wo ein bisschen woanders, mal ein bisschen anderer Wald. Hab den Bus genommen und dachte mir, wenn ich jetzt schon mal ein bisschen woanders bin, es geht gleich um eine Isomattenpumpe, aber dann wollte ich euch doch noch mal schnell kurz mit der Aussicht nerven, die man hier eben entsprechend hat. Schönes Plätzchen, nennt sich Engelskanzel und ja, der Name kommt daher, also ihr seid ja gewöhnt, unnötig lange Vorwörter zu kriegen, kommt daher, dass angeblich hier da vorne mal ein Engel stand, der sich mit dem Teufel, der da drüben stand, da sieht man leider nicht, aber da drüben im Wald ist auch noch mal ein Felsvorsprung wie der, auf dem ich hier gerade stehe. Also so war es da. Und der sieht plus minus fast genauso aus, ist halt ein Stückchen tiefer. Und vermutlich ist das der Grund, weshalb das da drüben die Teufelskanzel ist. Und die Legende geht, dass hier eben der Engel stand und da drüben der Teufel. Und die haben sich dann gegenseitig heilige und unheilige Blitze entgegengeworfen und Feuerbälle und Flüche und mit magischen Schwertern sich über die Distanz duelliert und sucht euch was aus. Also ich finde diese Variante jedenfalls erheblich besser als die langweilige Geschichte, die man nachlesen kann. Da hat der Engel nämlich einfach nur gebetet und der Teufel hat Angst bekommen vorm Gebet. Aber in der vielleicht ein bisschen aufgepeppten Version meinerseits hat der Engel einen enorm mächtigen, heiligen Blitz, von dem ich immer Angst habe, getroffen zu werden als Ungläubiger, rübergefeuert auf die Teufelskanzel. Ja, also wie gesagt, ungefähr irgendwo da im Grünen. Und hat den Teufel weggesprengt in diese Richtung, nach da hinten über den Bergpass, ne? Also dass da hinten Aussicht ist, liegt daran, dass wir hier an einem hohen Punkt sind, nämlich an eben einem Bergpass, und über das nächste Tal drüber gesprengt, woraufhin der Teufel auf dem nächsten Bergrücken, der ist ganz schön weit weg, eingeschlagen ist, na, nachdem er hier weggesprengt wurde, und hat mit seinem Pferdefuß auf der Teufelsmühle einen Hufabdruck hinterlassen im Stein. Ja, den Hufabdruck gibt es heute noch. Und ich finde es wahnsinnig kreativ, was sich die Leute haben einfallen lassen, weil sehr weit weg da hinten ein Berg mit einem Hufabdruck im Stein ist und hier zwei Felsplateaus, dass das einen Zusammenhang haben muss und man sich dafür eine lustige Geschichte hat einfallen lassen. Schon kreativ, ne? Also das müssen wir den Leuten lassen. Ja, ansonsten Aussicht, habt ihr gesehen, ich bin faul, ich hocke mich noch und wir reden über eine Isomattenpumpe. Wenig verwirrt ist und erstmal rausfinden muss, wo er überhaupt die Pumpe hingelegt hat, da ist sie. Ja, dazu ein paar Kleinigkeiten. Ich versuche mich wirklich einigermaßen kurz zu fassen, weil es ist ja bloß eine Isomattenpumpe. Schlafsackpumpe wollte ich schon sagen. Also, das Ding ist die hier, die Tiny Pump 2 von Flextail. Weiß ich nicht, wie man die auch immer aussprechen mag. Die stehen hier in dieser silbernen Schrift. In der Packung sind nicht zwei Pumpen drin, auch wenn das vielleicht so aussieht. Nein, die kann man einfach umdrehen. Es ist eine Absaug- und eine Einpuschte Pumpe sozusagen. Funktioniert also in beide Richtungen. Saugen und Pumpen. So. Und wiegt 80 Gramm. Hat eine Laufzeit mit einem Akku von 800 mAh. Das heißt, man kann entsprechend ausrechnen, wie oft man das Ding mit seiner Powerbank jeweils wieder voll machen kann. Natürlich mit Ladeverlust und allem Pipapo, ne? Das geht nicht ganz auf, aber egal. Das ist also ganz okay. Damit hat es eine Laufzeit von 15 Minuten, die das Ding an sein kann, wenn der Akku dann voll war. Und damit kann man so schätzungsweise, je nach Isomatte, 8 Isomatten aufpusten bzw. die Luft wieder rausholen. Das dauert in etwa gleich lang, weil die Pumpe in beide Richtungen, egal ob sie saugt oder pumpt, 180 Liter Luft die Minute durchjagt, zumindest nach Herstellerangabe. Ich habe aber auch keine Möglichkeit, das zu messen und irgendwie zu überprüfen. Und dann kommt es halt darauf an, wie groß die jeweilige Isomatte oder gar das Faltboot oder was auch immer man damit aufpusten möchte, halt entsprechend ist, wie lange das dauert und ob eine Akkuladung reicht oder halt eben im schlimmsten Fall nicht reicht. Da müsste man halt noch anderweitig irgendwie ein bisschen nachpumpen.
bzw. nachboosten. Ja, so wie zu den technischen Daten. Praktisches Beispiel folgt gleich. Aber die Alternative zu so einer Pumpe ist halt der klassische Pumpsack. In diesem Fall der Pumpsack von den modernen Thermarestmatten. Das ist auch eine Thermarestmatte, eine Neo Air X-Lite. Und ja, da baut man diesen Pumpsack dran, das mache ich ja auch gleich nochmal vor. Und dann pustet man, ja, pumpt man mit dem Pumpsack halt fröhlich seine Matte auf. Soweit so simpel, soweit so klar. Habt ihr alles garantiert schon mal gesehen. Das ist ein bisschen mühsam, würde ich sagen. Es ist jetzt auch kein Hexenwerk. Und mit dem Ding geht es halt nochmal erheblich einfacher und nochmal schneller. Ist im Prinzip also wirklich ein Luxusgegenstand, mit dem man sich das Outdoor-Leben ein kleines bisschen komfortabler gestalten möchte, kann, wenn man noch weniger Arbeit beim Aufschlagen des Lagers jeweils haben möchte. Das ist vielleicht für Leute interessant, die wirklich sehr häufig draußen pennen oder einfach generell arbeitsscheu sind oder einfach Spaß dran haben, so eine Miniatur-Akkupumpe dabei zu haben, weil sie irgendwie lustig ist. Lustig ist sie auch. Sie hat einen gravierenden Nachteil, wie ich jetzt rausgefunden habe. Dazu kommen wir dann nachher noch. Aber das erstmal so zu grundlegend. Gewichtsüberlegung. Ich habe ja schon hoffentlich gesagt, das Ding wiegt 80 Gramm. So ein Pumpsack wiegt circa 40 Gramm, je nach Modell. Es variiert ein bisschen. Das heißt, die ist ungefähr doppelt so schwer. 40 Gramm extra, das wird für die allermeisten von uns, je nachdem, was für eine Tour wir vorhaben, jetzt kein großes Drama sein. Für Ultralight-Fetischisten wahrscheinlich schon. Dann ist dann vielleicht doch eher der Pumpsack angesagt. Oder für die Ultralight-Fetischisten, man pustet das Ding halt doch einfach per Mund auf, weil den hat man immer dabei im Regelfall. Und dann würde man sich nochmal insgesamt 80 Gramm, weil man gar nichts zum Aufpumpen dabei haben muss. Also weder eine 80 Gramm schwere Pumpe, noch eben ein 40 Gramm, also 80 bzw. 40 Gramm spart man dann logischerweise, wenn man das Ding mit dem Mund aufpustet. So, mit dem Mund aufpusten ist ja in Verruf geraten, weil sich dann angeblich durch die Atemfeuchtigkeit Schimmel in der Matte bilden kann. Ich kann aus mikrobiologischer Sicht darauf hinweisen, dass es eigentlich fast unmöglich ist, dass sich da Schimmel drin bildet, weil der müsste irgendwas zu fressen haben. Und der Kunststoff in der Matte, der ist nicht essbar für einen Schimmelpilz. Ergo, nee, Schimmel kann sich da eigentlich nicht drin bilden. Ja, nee, also eigentlich nicht. Ne? Vielleicht gibt es irgendwelche Verfärbungen, die dann schon mal für Schimmel gehalten wurden. Schwierig. Ich persönlich würde es trotzdem ungern mit dem Mund aufpusten, weil ich einfach Angst habe, dass die Atemfeuchtigkeit da drin irgendwas, was verklebt ist, möglicherweise lösen könnte. Das ist auch super, super unwahrscheinlich, aber das ist so die Überlegung, die übrig bleibt. Dazu könnte, wenn es euch interessiert, mal einen relativ langen und interessanten Englisch-Beitrag von meinem Kollegen Gearskeptik angucken, der das mal versucht hat zu messen, indem man eine aufgeblasene und eine luftabgelassene Isomatte immer mal wieder gewogen hat, wie viel Luft sich denn nach mehreren Pustevorgängen in der Matte überhaupt anreichert. Und tatsächlich reichert sich da so gut wie gar nichts an. Und man kriegt die feuchte Luft in dem Umfang wieder rausgedrückt, wie man sie vorher reingedrückt hat, weil eben das Innenmaterial der allermeisten Isomatten eben keinster Form Wasser aufnimmt. Davon abgesehen ist die Menge an Feuchtigkeit, die man mit vielen Atemstößen, die das Ding braucht, bis es voll ist, abgibt, auch sehr, 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 sehr klein. Und nochmal, das kommt da eben entsprechend auch wieder raus. Aber ja, das ist nur diese eine Messung von meinem einen Kollegen, Gearskeptik. Und ich wüsste nicht, dass irgendwer anders sich mal die Mühe gemacht hat, diesen Mythos, vielleicht auch Tatsache, bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, dass man darf eine Isomatte nicht mit dem Mund aufpusten, zu überprüfen. Vielleicht ist das auch anders, damals, als die Dinger noch innen drin ordentlich Schaumstoff hatten, der hat sicherlich noch ein bisschen Feuchtigkeit aufgenommen, aber zum Beispiel moderne Thermarestmatten habe ich mir sagen lassen, ich will keine aufschneiden, dafür sind die Dinger echt zu teuer, hat gar keine Füllung mehr drin, sondern funktioniert nur noch durch reflektierende Folien, verschiedene davon wohl, die die Hitze zurückgeben an den Körper und hat dadurch jetzt einen hohen Isolationswert und nicht so sehr, dass da irgendwelche Watte oder sowas in die Richtung oder ein Schaumstoff oder sonst was drin wäre. Ja? Falls das so ist, dann ist es tatsächlich so, dass man sie wahrscheinlich wirklich mit dem Mund aufpusten kann. Wer das Risiko nicht eingehen möchte, so eine teure Matte auf diesem Wege kaputt zu machen, für den bietet sich der Pumpsack, der ist ja mitgeliefert in jedem Fall, an. Oder nochmal halt eben diese Pumpe. So, das zum generellen Hintergrund, warum man eine Isomatte vielleicht eventuell eben nicht sowieso mit dem Mund aufpusten möchte. Um gleich mal zum Elefanten im Raum zu kommen. Diese Pumpe hat im Grunde hier so ein kleines Dingelchen, das man abmachen kann. Dann kommt man einen USB-C-Anschluss. Ein USB-C-Kabel ist mitgeliefert. Nicht, dass das die meisten von uns nicht noch daheim hätten, aber es ist dabei, ist auch schön. Und
Es gibt hier einen An-Aus-Knopf. Außer An-Aus macht der auch nichts. Wenn man einmal drauf drückt, passiert gar nichts. Wenn man zweimal schnell, also einen Doppelklick macht, dann geht sie an. Und der Elefant im Raum ist, das Ding ist laut. Ja? Ich werde euch nachher mal ein bisschen demonstrieren, wie laut, weil das jetzt durchs Mikrofon schwer nachvollziehbar ist. Aber das Ding ist schon ordentlich laut. Und das ist für mich wirklich so der kleine Knackpunkt, den ich nicht im Hinterkopf hatte, als ich so eine Pumpe haben wollte. Und ich wollte die ja unbedingt haben. Mein Exemplar ist übrigens geschenkt bekommen von privat. Also das ist keine Kooperation mit irgendwem, sondern einfach ein privates Geschenk, weil ich halt mal dumm genug war zu sagen, dass ich so eine Pumpe haben möchte. Nein, dumm genug. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal. Ne? Freue mich da wirklich sehr drüber. Ist toll zum Rumspielen, toll zum Ausprobieren. Ich wollte das unbedingt mal wissen, was so ein Ding kann und nicht kann und so weiter. Und von daher ist es ein ganz, ganz tolles Geschenk gewesen. Also nochmal herzlichen Dank. Aber nochmal keine Werbung, keine Kooperation mit irgendwem, keine Geschäftsbeziehung. Ist mir scheißegal, ob ihr so ein Ding kauft oder nicht. Am besten kauft das nicht, gibt es weniger Plastikmüll auf dem Planeten. Ne? Wenn ihr es unbedingt haben wollt, könnt ihr es natürlich trotzdem kaufen. Müsst ihr auch selber wissen. Mir völlig egal. Ja, da gibt es auch keinen Rabattcode mit Hut 123 oder irgend sowas. Ne? Keine Chance. So, ja, der Geräuschfaktor ist halt wirklich einfach sowas, was einem die Pumpe vielleicht ein bisschen verhageln kann, wenn es schon das Gewicht nicht ist, weil sie schon ziemlich leicht ist mit 80 Gramm, dann muss man schon sagen, 40 Gramm extra, ja, das tut, glaube ich, kaum irgendwem weh. Also gewichtstechnisch kann man da schwer argumentieren. So, der Pumpe beigelegt ist ein Säckchen. In diesem Säckchen befinden sich diverse Anschlüsse. Die zeige ich euch jetzt nicht alle. Es ist wirklich für jede erdenkliche Isomatte was dabei. Das hier ist der Anschluss für Thermarest, moderne Thermarest-Isomatten. Und jetzt je nachdem, ob man Deflate oder Inflate machen möchte, muss man diesen Anschluss, jetzt habe ich keine Hand frei, auf die jeweilige Seite draufsetzen und dann kann man halt inflaten oder deflaten. Ich mache das mal schnell. Tada! So, und wenn wir das Ding jetzt anwerfen, dann boostet sich die Isomatte auf. Die muss man vorher nicht groß auswickeln und gar nichts. Das macht das Ding alles. Also dafür hat sie genug Druck, genug Power, die Pumpe. Einfach nur die Isomatte aus ihrem Packsack nehmen, aus dem Rucksack nehmen, dahin legen, wo sie später einigermaßen liegen soll. Pumpe anschließen, das dauert 15 Sekunden allenfalls. Und Pumpe anmachen und dann warten wir. Beziehungsweise ich brauche noch ein Telefon als Stoppuhr, weil wir wollen ja wissen, wie lange das so dauert. So, hier ist die Matte, hier ist die Pumpe. Ich starte die Uhr und die Pumpe. So, also ich würde sagen, die Matte hat jetzt eine gute Füllung. Für Leute, die ihre Matte schön prall haben wollen beim Pennen, würde ich sagen, reicht das völlig aus. Wer sie jetzt noch super, super ultra prall haben möchte, viel mehr schafft die Pumpe nicht an Prallheit. Ja, da müsste man, seht ihr nicht, jetzt seht ihr es. Da müsste man jetzt noch mal ein bisschen, keine Ahnung, noch einmal mündisch reinpusten oder halt damit leben, dass es jetzt halt ist, wie es ist. Ne? Aber Matte ist voll und das ging 1 Minute 50 Sekunden und 69 Millisekunden, weil ich nicht schnell genug auf Stopp gedrückt habe. Hat irgendwie kürzer in Erinnerung, als ich es die anderen Male ausprobiert habe. Da ist aber auch nie eine Uhr mitgelaufen. Meine Zeitwahrnehmung ist sowieso ein bisschen anders als die von anderen Menschen. So, also, jedenfalls eine Minute 50 zum Matte aufpumpen. Wie ihr seht, die faltet euch weitestgehend selber auseinander. Man musste also nur minimalst nachhelfen, wenn man sie vorher völlig verdreht hingelegt hat. Und klappt eigentlich soweit alles ganz wunderbar. Dem ist nichts hinzuzufügen, außer jetzt machen wir sie mal wieder leer und gucken mal, wie lange das dauert. Dafür müssen wir jetzt einfach dieses Ding hier umdrehen, also das Nöpfelchen auf die andere Seite machen, beziehungsweise Pumpe abziehen und andersrum wieder draufsetzen und starten dann nochmal den ganzen Kladderadatsch. Und ja, das machen wir mal eben.
Ja, das war jetzt 1:04. Ich glaube, leerer wird es hier nicht mehr. Nö, da. Die ist jetzt, glaube ich, leer genug. Ein Mühluft ist vielleicht noch drin, aber das würde man jetzt beim Aufwickeln der Matte sowieso rausbekommen. Von daher, leer machen geht ein bisschen schneller als voll machen. Und ja, das war der Pumpentest. Erstmal. So, jetzt brauchen wir noch Vergleichswerte. Wenn ich jetzt nämlich meine Matte mit meinem üblichen Pumpsack aufpuste, wollen wir jetzt noch wissen, wie lang das geht. Und dafür muss ich euch mal irgendwo in die Ecke setzen und dann probieren wir das auch nochmal aus. Ja, die beste Sicht habt ihr von da nicht, aber das ist ja egal. Es geht ja, ihr müsst ja auch nicht unbedingt mich beim Pumpen sehen, sondern die Zeit ist halt vor allen Dingen wichtig. So, ich starte Pumpvorgang jetzt. So, ich habe jetzt tatsächlich auch die Matte in einer guten Füllung, ne? Also so würde ich jetzt auch gerne drauf schlafen wollen und ich habe 1:26 gebraucht. Jetzt muss man der Fairness halber allerdings sagen, hier auf einer kleinen Klippe im Wind ist der Pumpvorgang erheblich einfacher, weil man den Sack einfach nur kurz hochhalten muss, dann füllt er sich von alleine. Also wenn man das zum Beispiel im Zelt macht, ist das erheblich mühsamer. Der Sack wird pro Leerung sozusagen nicht so voll. Und teilweise muss man auch in den Sack reinpusten, damit der sich vernünftig füllt, was dann wieder bescheuert ist, weil wenn man da in den Sack reinpustet, dann hast du ja wieder die Atemfeuchtigkeit, zumindest einen kleinen Teil davon, wieder in der Matte und du machst hier den ganzen Bums mit dem Sack ja nur deswegen, damit eben nicht die Feuchtigkeit in der Matte landet. Was im Übrigen auch wieder Quatsch ist, weil Luft immer eine gewisse Luftfeuchtigkeit hat, also auch normale Luft von Atmosphärenluft, ne, hat auch immer eine gewisse Feuchtigkeit. Man hat also immer Feuchtigkeit in der Matte. Darauf wollte ich nur noch mal kurz eingegangen sein. So, aber damit haben wir jetzt Vergleichswerte. Pumpe ist beim Vollmachen unter guten Bedingungen geringfügig langsamer als der Sack. Beim Sack muss man es aber selber machen und nur unter guten Bedingungen. Bei miesen Bedingungen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich mit dem Sack mindestens 2:30 gebraucht hätte. Ja, mindestens. Gemütlich, ja, ohne mich jetzt wirklich großartig zu beeilen, weil dafür ja meistens keine Veranlagung bzw. Notwendigkeit besteht. Ja, so viel dazu. Und ich habe mir jetzt hier spaßeshalber mal so eine auf meinem Uralt-Handy eine Lautstärken-Mess-App runtergeladen. Und wenn ich jetzt hier hocke und quatsche in, ich erzähle was der Kamera-Lautstärke, die ist relativ ordentlich. Ich habe ein lautes Organ, gebe mir keine Mühe, langsam zu quatschen, leise zu sprechen, wenn ich mit der Kamera rede. Das wäre eigentlich schon eine unhöfliche Lautstärke in einem Zwiegespräch von zwei sich nah gegenübersetzenden Personen. Meine Frau schimpft immer, wenn ich in Dozentenmodus verfalle, wenn ich mit ihr rede, weil es ihr schon zu laut wird. Das Ding hier sagt, bei der roten Zahl in der Mitte, das sei irgendwie sowas unmittelbar neben dem Mikrofon vom Telefon, im Schnitt etwa 75. Vermutlich sollen das Dezibel sein. Das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Das wäre ja schon im Bereich der Autsch-Grenze, was man dauerhaft dem Gehör gar nicht zumuten soll. Und so laut rede ich jetzt auch wieder nicht. Ist aber völlig egal, wir brauchen ja bloß einen Vergleichswert zur Pumpe. Ne? Und ja, wenn ich jetzt gar nichts sage, dann ist er hier bei Stilles Haus, da geht er auf 48 runter, ne? Also das sind jetzt hier einfach die Waldhintergrundgeräusche mit ein bisschen Wind. So, spannend ist jetzt natürlich, was macht die Pumpe, beziehungsweise wie laut ist die Pumpe in, jetzt habe ich irgendwelche Knöpfe gedrückt, die ich nicht drücken wollte. Hier ist das Telefon, hier ist die Pumpe und mal gucken, was das Gerät dazu zu sagen hat. Ja, Pumpe ist jetzt bei 91. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Wenn jetzt, also jetzt, das, was ich jetzt spreche, so in diesem Abstand, da bin ich jetzt so bei etwa 70.
und Pumpe eben bei 91. Jetzt ist die Dezibel-Skala allerdings, muss man wissen, die ist, glaube ich, meines Wissens logarithmisch. Und das heißt, eine Erhöhung um 10 Dezibel ist halt gleich schon deutlich lauter. Also je höher der Dezibelwert wird, desto unangenehmer ist es. Das ist jetzt zumindest mal der Messwert. Über 85 gilt normalerweise als gehörschädigend. Wenn jetzt also mein Telefon hier mit dieser Billig-App, die nichts gekostet hat, das tatsächlich richtig angibt, dann sind wir schon im gehörschädigenden Bereich. Das glaube ich gerne, denn nachdem ich mir jetzt bei den Pumpvorgängen, die ich eben durchgeführt habe, nicht die Ohren zugehalten habe und mich in unmittelbarer Nähe der Pumpe aufgehalten habe, merke ich es echt ein bisschen an den Ohren. Das ist so ein bisschen wie früher, als ich zwangsweise zum Socializen in Zappelbuden gehen musste, weil ich der Meinung war, dass die Gesellschaft das von mir erwartet, hat die Gesellschaft auch erwartet. War manchmal auch ganz witzig, aber nicht, weil ich die Zappelbude mochte, sondern einfach, weil ich halt mit mir lieben, wichtigen Menschen hingegangen bin, wie auch immer. Jedenfalls dahinterher hatte man immer so taubes Gefühl auf den Ohren bei der Heimfahrt. War es da einfach viel zu laut drin gewesen ist und ich wahrscheinlich bleibende Schäden davon getragen habe durch die Besuche in besagter Bude. Das fühlt sich genauso an mit dieser Pumpe. Ja? Also diese Pumpe ist definitiv für meine Wahrnehmung, für mein Gehör viel zu laut, als dass man sich in der Nähe von der Pumpe über 2 Minuten gerne aufhält. Tatsächlich für diese Pumpe, ja, ich würde mir da Oropax kurz verpassen, wenn ich damit viele Isomatten in Folge voll machen möchte und in guter alter Soldatenmanier die Gehörschutz immer griffbereit haben, wenn man mit dieser Pumpe arbeitet. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So. Interessant wäre jetzt noch, wie weit muss man von der Pumpe weglaufen? Moment, dass mir nichts wegfliegt. So. Bis man die Pumpe nicht mehr hört. Das werdet ihr mit dem Mikrofon nur begrenzt nachvollziehen können, aber ich stelle die jetzt mal hier hin. So, und jetzt schalte ich sie mal an und dann gehen wir mal weg und dann gucken wir mal, bis wie weit wir weggehen können, bis wir sie nicht mehr hören. Es geht hier Wind, ne? Also der Wind, jetzt mein Gehör, das Mikrofon kriegt davon nichts mit, da ist ein dicker, fetter Puschel dran, der das verhindert. Aber für mich, ich habe Ablenkgeräusche im Ohr. Und das muss man jetzt dazu sagen, ich habe dahingehend ein schlechtes Gehör, dass ich sehr schnell Leute nicht mehr verstehe, wenn andere Geräusche da sind. Also sobald der Wind geht oder irgendwo das Wasser rauscht oder... Das empfinde ich zwar nicht als unangenehm, im Gegenteil, ich mag beide Geräusche sehr gerne, aber ich habe dann schon Schwierigkeiten, andere Menschen zu verstehen, also in Kommunikation, Sprache einfach zu verstehen. Ich höre schon, dass da jemand was sagt, aber ja, das heißt, meine Wahrnehmung, wie weit weg ich das jetzt noch höre, kann wahrscheinlich etwas variieren von eurer Wahrnehmung, einfach nur der Vollständigkeit halber. So, wir machen das Ding an und ich laufe mal weg. Hör's noch gut? Hör's immer noch gut? Yep. Eindeutig. Jetzt ist auch der Wind weg. Hier ist gerade schön leise. Super zu hören. Problemlos. Immer noch? Scheiße. Immer noch? Jetzt kommen wir gleich an die Straße. Ja, hört man immer noch. Das sind jetzt 100 Meter oder was? Also jemand, ich kann jetzt nicht weitergehen, der Weg ist zu kurz. Ja, also im stillen Wald würde ich behaupten, je nachdem, was gerade für ein, das hängt nämlich ab beim Schall, ist entscheidend, was haben wir gerade für einen Luftdruck, geht der Schall geht immer nach oben weg, befindet sich das Ding also in irgendeinem engen Tal, das dann vielleicht als enges Tal noch als Schallverstärker dient, würde ich behaupten, auf 200 Meter hörst du das locker. Im ruhigen Wald, insbesondere wenn du dann mit so einem Staubsaugergeräusch nicht rechnest. Und ja, das ist halt schon ein Stück weit eine Hausnummer. Also für Stealth-Camping oder auch nur für Camping mit dem Versuch, nicht unbedingt jeden, der irgendwo in der näheren Umgebung vorbeiläuft, auch noch anzulocken, der unbedingt wissen möchte, wenn er hier bitte schön Löcher in den Wald bohrt oder den Waldstaub saugt oder sonst was.
Ja, also für Stealth-Camping völlig ungeeignet, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Es sei denn, man ist halt wirklich in einer total abgelegenen Region, da wäre mein Schwarzwald hier durchaus in der näheren Auswahl. Hier gibt es definitiv Plätze, da kannst du das Teil spätestens nach Sonnenuntergang oder kurz vorher, beziehungsweise jetzt zur Zeit geht die Sonne so circa gegen 8 runter, würde ich sagen, wenn du die um 7:30 anschmeißt, dann kriegt das auch keine Sau mehr mit in den Wäldern hier der Umgebung, mit Sicherheit nicht. Und an einigen Plätzen auch. Kannst du es um 12 Uhr mittags anschmeißen, kriegt auch keiner mit. Ja, völlig egal. Aber jetzt für diejenigen von uns, die halt nicht das Glück haben, einen Schwarzwald vor der Haustür zu haben, da muss man schon gucken, dass man dann einen Platz findet, wo man mit dem Teil nicht jemanden anlockt, der da vorbeikommt und Hallo sagen möchte. Die Geräuschbelästigung für die Ohren. Das Problem lässt sich ja ganz einfach lösen, indem man das Ding eben anschließt, anmacht und wegläuft. Ist man da 10, 20 Meter von weggelaufen, dann tut es auch nicht mehr weh in den Ohren. Ne? Also das kann man schon kompensieren. Jetzt ist halt dann auch noch die esoterische Frage, inwiefern stört es den Naturgenuss, die Stille des Waldes, die wir ja suchen, insbesondere wenn wir auch im Wald schlafen gehen zu Erholungszwecken, ne, dass wir so eine Pumpe dabei haben. Kann ich gut verstehen, wenn da jemand Schwierigkeiten mit hat. Ja? Kann ich gut verstehen. Und da das Teil ja letzten Endes dann auch wirklich nur ein Luxusgegenstand ist, den man nicht braucht und keinster Weise braucht, würde ich eher... Also wenn ihr jetzt nicht wirklich sagt, es ist mir egal, ob die Krach macht, ich finde das witzig, dass man damit eine Isomatte aufpumpen oder ein Packraft, gerade wenn ein Packraft hat, da ist das dann natürlich sicherlich noch ein großer, großer Vorteil, weil da muss man erheblich mehr pumpen als nur für eine Isomatte. Ja. Da würde ich schon sagen, ist das ein tolles Gerät, aber muss man wirklich, wirklich wissen, worauf man sich da einlässt, emotional sage ich jetzt mal, weil der Lärmfaktor, der ist echt nicht... Ja, es ist schon, ja. Also so weit, wie ich da jetzt gelaufen bin, ich habe die super noch, wirklich noch problemlos gehört. Gar kein Thema. Ne? Also gerade wenn es dann nachts noch ruhiger ist im Wald und kein Wind geht, dann 200 Meter locker mit schallverstärkenden Elementen unten im Tal. 300, 400 Meter könnte ich mir auch vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, oder gar auf einem Berggipfel. Stellt euch vor, ihr hockt euch auf dem Berggipfel und pustet da eure Matte auf und das schallt ihr überall hin. Ja, der Schall geht ja nicht nur hoch, der geht ja auch ein Stück weit runter. Da kann man gleich hier die Leuchtfeuer von Minas Tirith anzünden oder so. Ja, das war's. Trotzdem nochmal herzlichen Dank und schon witziges Gerät, definitiv, ja, werde ich auch in Ehren halten. Aber Einsatz auf dem Campingplatz, du nährst halt deine Mitmenschen mit der Mattenaufpuste-Funktion, ne? Und wenn du dann gleich 2, 3 Matten oder ähnliches aufpustest, weiß ich nicht, um es neudeutsch zu formulieren, ob das allen anderen Menschen auf dem Campingplatz so recht sein wird. Muss man drüber nachdenken. Also, macht's gut. Ich hoffe, das war jetzt nicht mit viel zu viel Füllmaterial gespickt, weil es im Grunde ja eigentlich nur ein kleines Thema ist. Aber ja, ganz viel kürzer kriege ich nicht hin. Ja, wisst ihr. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.